Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Woche Real Farming LS19 meets Reality hier auf unserem RP-Projekt auf der Schwatzingen 2. So, ich fahre gerade mal das Gras noch zurück. Da waren wir nämlich letztes Mal stehen geblieben. Und dann muss ich mal gucken, was so ansteht. Die Bäume wollte ich ja eigentlich verkaufen. Da muss ich gleich mal gucken. Sehr gut. So, Schäfchen sind wieder glücklich. Muss gerade mal gucken, wie viel Geld wir haben. Nicht viel. Ich würde nämlich gerne noch ein zweites Gewächshaus bauen lassen. Aber da brauche ich erstmal Geld. Und der Bürgermeister ist heute, glaube ich, auch nicht da. Muss gerade mal gucken, ob der da ist. So. Klingelingelingeling. Hallo? Hallo. Sie hatten mir geschrieben, ich soll anrufen. Ja, es geht darum, ich weiß nicht, ob Ihnen der ehemalige Herr Bürgermeister übergeben hatte, dass ich ein Feld in der Pacht hatte, die 100. Ja, da wurde mir, glaube ich, weitergegeben. Da bestand ein Pachtvertrag. Da bestand ein Pachtvertrag über zwei. Moment, ich bin gerade. So, jetzt. Über zwei Grasschnitte, die sind hiermit erledigt. Ja, okay, ich würde ja gerne die Pacht zurücknehmen, nur ich bin zurzeit leider auf einer Dienstreise und deswegen. Ist kein Problem, ich wollte Ihnen nur Bescheid geben. Ich wollte Ihnen nur Bescheid geben. Ja. Also, das Feld gehört ja der Stadt und genau. Okay. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Jo, ebenso. Tschüss. Okay. Dann werde ich mal gucken, dass ich hier die paar Bäumchen fälle. Sehr gut. Nein, das will nicht immer so, wie ich will. Genau, ein langes Teil hier.
Nachdem der ehemalige Bürgermeister weg ist, kann ich das einfach machen hier. So. Und dann gucke ich gleich mal nach meinen Feldern, ob die vielleicht schon erntereif sind, aber ich glaube nicht. Ich habe keinen Zugang zu dem Land, kann aber trotzdem den entasten. Das ist ja auch interessant. Mache ich die zwei noch um und dann rufe ich mal gerade den Harry an. Oder? Achso, Telefon, oder? Manu, was ist da jetzt los? Hallo? Hallo, Harry. Warum hast du in der WhatsApp-Gruppe da geschrieben? Wegen mir. Dass du anrufst. Ah, ja. Ich wollte gerade mal fragen, ob du zurzeit Zeit hast für einen Holztransport. Ja. Ja, wen? Ein Anhänger. Ah ja, das schon. Das ist... Da habe ich schon Zeit. Okay, das wäre direkt an meinem Hof. Ja, dann komm ich vorbei. Okay, gut, bis gleich. Jo. Tschüss. Tschüss. Connectum. So. Schneide ich gerade nur noch auf Länge. Mal, dass das passt. So, jetzt habe ich wahrscheinlich nur das Problem, dass ich den hier nicht sägen kann. Kann man auf mein Land schieben. Dann passt das. So, eine Ladung Holz, das wird mir ein bisschen Geld verschaffen. Reicht vielleicht dann für ein weiteres Gewächshaus. Hoffe ich doch mal. Funktioniert. Hervorragend.
gerade am Überlegen. Ne? Die Dinge lasse ich mal noch stehen. Hallo? Jürgen, hallo. Ja. Du hast du zurzeit oder in den nächsten Tagen oder Stunden Zeit, nochmal bei mir ein Gewächshaus zu bauen? Ja. Ich muss gerade mal gucken. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das Geld zusammenbekomme. Muss gerade mal gucken, was für eins. Dass wir das bestellen oder dass du das bestellen kannst. Salat. Willst du schon direkt einen Preis haben? Ja, das wäre gut. Mit Aufbau. Machen wir die. Ah, hier hinten. Muss nur gucken, ob genug Geld rauskommt bei den Bäumen, die ich hier gleich vom Harry abholen lasse. Ja, das sind dann 31.250 komplett. 31.250, okay. Dann würde ich mich nochmal melden, wenn ich das Geld da habe. Okay. Gut, danke, tschüss. Jo, ciao. Hallo? Wer steht denn da vor mir? Ich sehe leider keinen Namen. Naja. Besucher sind immer willkommen. Was hast du? Hallo? Hallo? Ach, Sie sind's. Ja, warum stehen Sie hier einfach so auf meinem Grundstück, Herr Müller? Ich erkunde mal ein bisschen die Gegend. Okay. Aber offiziell könnte man auch Landfriedensbruch draus machen, gell? Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Ich kann auch gehen. Die Klingel gab es ja leider nicht. Ja, stimmt. Die Klingel, die ist abhanden gekommen. Was machen Sie denn so? Ich habe gerade Flügen beendet und jetzt... So, nochmal bitte. Es war gerade zu laut. Ich flüge. Also ich habe beim LU geflügt und jetzt bin ich sozusagen wieder arbeitslos. Oh ja. Sie suchen Arbeit. Ja. Da gucke ich doch gerade mal, ob ich was für Sie habe. Ja, da hätte ich tatsächlich was. Ich müsste nur kurz mit dem Lohnunternehmen telefonieren. Mhm. Dann gebe ich Ihnen nochmal Bescheid. Okay. Ich habe auch gehört, dass bald das Fest vom diesem Bauhof sein soll. Ja, das ist noch ein bisschen hin. Oh. Soll ich gerade hier warten oder? Ja. Einen fahrbaren Untersatz haben sie ja, oder? Mein Deutz, ich glaube 130 PS, wenn nicht. Ja, PS bräuchte man nicht. Es ginge darum, Feld 67 und 69 abzuernten. Abzuernten? Okay. Ja. Da und die. Deshalb würde ich mal gerade. Ich rufe mal jetzt das LU an und dann gebe ich Ihnen Bescheid. Okay. Schauen. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich hätte gerade eine Frage und zwar: Ist Ihr Drescher frei? Ja. Okay, weil meine Felder müssten abgeerntet werden. Sind wir schon dabei? Ach, das machen Sie schon. Ich hätte jetzt den Auftrag an den Herrn Müller weitergegeben. Den Lukas Müller. Ach so. Ja, okay, dann soll er einfach zum Feld, zu den Feldern fahren und. Okay. Und einfach meinen Mitarbeiter ablösen. Okay, gut, richte ich ihm aus. Gut. Tschüss. Tschüss. So, also, der Herr Neumann sagt, das passt. Sie können gerade hochfahren.
Die sind wohl schon am Abernten. Ihr Bruder ist da schon dran. Okay. Von dem her können sie den einfach ablösen. Okay. Gut, vielen Dank. Bitte. Tschüss. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Bitte. So, wo bleibt denn jetzt der Harry? Oh, Moment, ist er hinten. Hallo? Hallo? Harry, wo bleibst du denn? Ja, ich bin unterwegs. Ah, ja. Okay, gut, dann bis gleich. Tschüss. Tschüss. Okay. Ich hoffe mal, das ist wirklich nur ein Anhänger voll. Aber ich brauche halt das Geld. Wobei, wenn die Felder abgeerntet sind, dann kriege ich ja da auch gleich nochmal ein bisschen Geld rein. Okay, dann kann ich gleich noch ein zweites Gewächshaus bauen. Dann brauche ich noch mal ein bisschen Mist vom Landhandel. Na komm, Fendt. Fort. Gib Gas. Gut.